Liebe Familie Amaya-Hurtado, liebe festlich versammelte Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es scheint so, wie wenn ich das Evangelium ausgewählt hätte für diese Taufe, denn dieser Ephata-Ritus ist ja Bestandteil auch der Tauffeier, aber es ist das Evangelium, das die ganze Weltkirche heute hört. Aber in dem Fall passt es. Viele von Ihnen haben dieses Evangelium wahrscheinlich schon einmal gehört in Kindergottesdiensten oder Familiengottesdiensten oder haben diesen Text in der Schule kennengelernt. Jesus heilt den Taubstummen, so sagen wir gerne. Aber der Taubstumme ist gar kein Taubstumme, er ist schlicht und ergreifend taub. Das Griechische sagt dann, und er stammelte, so wie es auch heute zum Glück übersetzt ist. Das ist die Konsequenz seiner Taubheit. Er kann reden, aber er kann sich nicht hören. Er ist einzig taub. Das ist deswegen wichtig, weil es bei all dem, was die Geschichte erzählt, zutiefst um das Hören geht. Aber Hören schon auch im tieferen Sinne. Hören und verstehen. Nicht nur das akustische Hören, dass ein Signal an das äußere Ohr kommt und dahinter wird dieses Signal verarbeitet und ist eine Botschaft, sondern dass diese Botschaft auch etwas macht, innerlich. Jesus ist davon überzeugt, dass aller Glaube, alles Vertrauen vom Hören kommt. Man muss, wenn man diese Geschichte gut verstehen möchte, die Geschichte noch erzählen, die direkt davor passiert. Jesus haut ab. Jesus geht aus dem jüdischen Stammland, also da, wo er eigentlich dachte, hier ist meine zentrale Mission, ich muss zu den Kindern des Hauses Israel, zu meinen Schwestern und Brüdern im Glauben, sie wieder auf den rechten Weg bringen, damit nachher von den Juden das Heil auf die ganze Welt übergeht. Das ist ein Ursprungsgedanke. Von dem nimmt er jetzt Abschied, aber das weiß er noch gar nicht. Er geht aus dem Einflussbereich der Schriftgelehrten und Pharisäer raus. Er geht in heidnisches Land nach Tyrus, also über die Grenzen Palästinas hinaus. Und dort begegnet er einer Frau, Syrophönizierin. Und diese Frau, sie weiß nicht um die Gepflogenheiten unter den Juden, dass Frauen den Rabbi nicht ansprechen. Aber irgendwas sagt ihr, dass dieser Mann gut ist für ihr Leben. Denn sie spricht ihn auch an als Didaskalä, als Lehrer. Mach, dass meine Tochter wieder gesund wird, ist ihre Bitte. Und Jesus wehrt ab und sagt, es ist nicht recht, den Kindern, in Klammern des Hauses Israel, das Brot wegzunehmen und es den Hunden, also dir, der Heidin, zu geben. Ganz schön hart. So feindselig erleben wir Jesus ganz, ganz selten. Aber er ist eben immer noch in seinem Tunnel. Er denkt, seine Missionsreise gilt dem eigenen Volk. Und von seinem eigenen Volk aus soll die Botschaft um die ganze Welt gehen. Und jetzt ist es diese Syrophönizierin, die mit ihrer Hartnäckigkeit ihn korrigiert. Sie geht nicht in diese Feindseligkeit. Sie lässt sich davon überhaupt gar nicht imponieren. Sie sagt stattdessen, Herr, aber selbst die Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen, die die Kinder am Tisch fallen lassen. Und sagt damit, Herr, ist es nicht so, dass das Heil für alle Menschen ist? Dass jeder Mensch Teil dieser Gegenwart Gottes ist? Und Jesus ist irgendwie vom Donner gerührt. Er kann gar nicht anders in dieser Situation, als sich selbst zu korrigieren. Und er spricht es ihr zu und sagt ihr, dass ihr Glaube, ihr Vertrauen, ihre Hartnäckigkeit ihm imponiert. Und dass es auch der Grund ist, warum ihre Tochter nun geheilt ist. Und ab diesem Zeitpunkt
Schwestern und Brüder, bewegt sich Jesus in diesem Heidenland und hat für sich etwas verstanden, dass er jetzt auch Raum gibt in seiner Mission. Denn er bleibt in diesem heidnischen Land. Und auch dieser Taube heute ist ein Heide. Es heißt ja heute im Anfang des Evangeliums von Tyrus über Sidon, kommt er an den See von Genezareth, See von Tiberias. Markus ist nicht sonderlich gut in Geografie. Das ist sicher bei diesem Evangelisten. Aber diese Aussage ist ganz bestimmt ernst gemeint, denn sie ist gar keine geografische, sondern eine theologische. Jesus macht einen riesen Umweg, um an den See von Genezareth zu kommen, das sein Ziel ist, auch seine Heimat. Allein wenn ich diese Bewegung mache, merke ich schon, was die Theologie ist. Es geht um eine Botschaft, die alle erfassen und alle umfassen soll. Und Schwestern und Brüder, liebe Familie, jetzt komme ich nach dieser Vorgeschichte auf das, was das mit der Heilung des Tauben zu tun hat. In dieser Geschichte sind viele Indizien, die ich Ihnen heute nicht aufzeigen kann, alle versteckt, die uns eindeutig sagen, dass diese Heilung nicht einfach nur die Heilung dieses konkreten Mannes damals zu dieser Zeit war und dass es darum geht, sondern dass Jesus ein Beispiel, ein Exempel statuiert, um etwas Allgemeingültiges zu sagen. Ich sage Ihnen nur ein einziges Indiz von den vielen, der Ruf Ephrata. Der Mann, dem er das sagt, der kann das gar nicht verstehen. Denn der versteht diese Sprache gar nicht. Und es ist ja eine dieser seltenen Stellen im Evangelium, dass das die ursprüngliche Sprache stehen bleibt. Jesus spricht in seiner Umgangssprache. Jesus spricht in Aramäisch. Aramäisch, das ist die Sprache der Leute, was sie gesprochen haben. Zur Zeit Jesu war das Hebräische keine Sprache mehr, die jemand gesprochen hat, ähnlich dem Lateinischen heute. Aber Aramäisch, das war ein Dialekt des Hebräischen, das war die Sprache, die die Menschen verstanden haben und die alle seine Jünger gesprochen haben. Jetzt in dieser Heilung, fernab der Heimat, über die Grenzen hinweg, in der Heilung dieses Heiden, der taub ist, spielt es die Rolle, dass Jesus durch dieses Ephrata ja vor allem auf das Verstehen seiner Jünger abhebt. Er will, dass sie verstehen. Er will, dass sie verstehen, dass das, was jetzt mit dem Tauben geschieht, etwas mit ihnen zu tun hat. Dass es etwas mit der Isabella zu tun hat. Dass es was mit jedem von ihnen zu tun hat. Und ein letztes Indiz, das wichtig ist, um diese Geschichte richtig zu verstehen, ist, dass Jesus nicht, wie der Text nahelegt, dem Tauben die Finger in die Ohren legt. Im Griechischen steht hier ballo und ballo heißt hineinstoßen. Jesus stößt mit seinem Finger in die Ohren dieses Tauben. Das ist eine völlig andere Energie. Es geht nicht um eine zärtliche Berührung, irgendwie etwas Therapeutisches oder so. Nein, Jesus hat die feste Überzeugung, im Gehörgang des Lebens dieses Menschen ist irgendetwas, das weg muss, das durchstoßen werden muss, damit der Weg frei ist zu dem Herzen des Menschen. Und das ist wiederum eine Botschaft an alle Jünger. Und das ist auch die verheißungsvolle Botschaft an Isabella und sie als Eltern und Paten. Wir müssen auf unser Hören achten. Die Botschaft an die Jünger ist, nur wer richtig hört, kann auch richtig handeln. Oder anders gesagt, wenn die Jüngerinnen und Jünger Jesu nicht richtig hören, wenn sie nicht das Richtige hören, also das, wie es Jesus gemeint hat, also auch mit all seinen Werten, mit all seiner Konsequenz, mit all seiner Liebe, die er hineingelegt hat. Wenn sie nicht all das hören, dann wird ihr Verkünden
nur Gestammel sein wie beim Tauben. Dann bringt alles nichts. Schwestern und Brüder, das gilt auch für unser Christsein. Über die Feier der Taufe von Isabella hinaus dürfen wir uns daran erinnern, dass wir selber Getaufte sind, dass auch in unser Leben das Wort Christi und sein Leben mit all seinen Nuancen hineingesprochen ist. Und es möchte an das Ohr unseres Lebens kommen und es möchte unser ganzes Gehör erfüllen und es möchte vor allem unser Handeln verändern. Richtig hören, das kann der Taube nach seiner Heiligung, so sagt es dieser Text. Und hier steht an dieser Stelle Orthos, Sie kennen das aus dem Wort Orthodoxie, rechte Lehre. Er kann nun richtig hören. Er kann es so hören, die Botschaft, wie sie gemeint ist. Und die Liebe, die in dieser Botschaft steckt, sie erreicht ihn plötzlich. Und das wiederum ist nicht nur eine Botschaft an den Tauben, sondern an dich, du Jünger, du Jüngerin Jesu. Das ist eine Botschaft für dich, Isabella. Amen.